Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute werden wir uns zusammen die Outtakes geben. Die Outtakes von dem Akt 3 des letzten Songs aus der Bohne. Das einzige Ding ist, die Outtakes sind länger als das originale Video. Das heißt, holt euch auch hier bitte etwas Schönes zu essen, zu trinken. Habt eine gute Zeit und ich freue mich drauf. Bei den Outtakes ist das Geilste für mich immer zu sehen, wie sie es gedreht haben. Zu sehen, wie was eigentlich aussah und keine Ahnung was. Die Outtakes sind jetzt insane lang. Ich freue mich aber drauf, alle wiederzusehen und einfach eine gute Zeit zu haben. Bedeutet, ich würde sagen, Freunde, holt euch was zu essen und zu trinken. Und dann lädt euch zurück, genießt die Show. Macht euch gemütlich, ganz wichtig. Mein Video, ich versuche nicht so oft zu pausieren, wird aber wahrscheinlich jetzt etwas länger gehen. Vielleicht eine Stunde knapp, ich weiß es nicht. Wir haben uns natürlich den letzten Song aus der Bohne angesehen. Und wir haben auch, oder ich habe das Spin-Off von Rainer, ja, von Stropos Charakter, habe ich mir eben angesehen. Das kommt wahrscheinlich morgen online. Keep an eye out for that. Und dann, ja, würde ich sagen, schauen direkt rein. Outtakes, der letzte Song aus der Bohne, Akt 3. Justus Bumm, let's go. Ich hoffe, ihr seid hyped auf die Outtakes, liebe Freunde. Sehr ein sehr, sehr langes Video, aber dafür die grandiosesten Momente alle zusammengeschnitten. Es ist der pure Lacher einfach. Aber vorerst nochmal ein ganz kurzes Resümee. Wir haben am Samstag um 12 Uhr zusammen mit 190.000 Menschen live die Premiere von Akt 3 geschaut. Alter, was ist das für ein krasser Meilenstein einfach? Das ist insane. Es war einfach ein unfassbares Erlebnis, auch weil wir endlich fertig sind mit quasi erst Hauptvideo 2. Aber auch fiel uns so ein riesiger Brocken vom Herzen, weil wir es einfach geschafft haben, weil wir diese 7-monatige Reise einfach überlebt haben. Aber auch, weil ich so ein bisschen Bammel hatte, wie 40 Minuten Kurzfilm überhaupt auf YouTube funktionieren. Aber sehr gut funktionieren. Das war das krasseste Feedback, was ich jemals gelesen habe. Das beste YouTube-Video, was ich je gesehen habe. So viel Zuspruch für die Kunst und oh mein Gott, Alter. Ja. Mir fehlen aber die Worte, es ist wirklich... Danke für euren unfassbaren Support. Es ist wirklich unfassbar. Aber ich würde hier nicht sitzen, wenn ich nicht noch etwas zu erzählen hätte. Und zwar jedes Wochenende, und ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, kommt eine Vollversion plus Musikvideo auf Boolean Jam online. Und der Song ist natürlich immer auf allen Streaming-Plattformen erhältlich. Geil. Außerdem kommt noch ein kleiner süßer Vlog. Wir machen natürlich zu all diesen Vollversion-Videos eine Reaction, Freunde. Wo wir das erste Mal mit einem Heißluftballon geflogen sind. Oh, plus einem Visual Effects Breakdown, wo man halt sieht, wie der Heißluftballon vorher und danach aussah. Wir kriegen so viel Extra-Content dabei, Freunde. So viel Extra-Content, geil. Und zu guter Letzt, es gibt jetzt im Eternal God Store zwei neue Pieces. Zwei Pieces, auf die ich sehr, sehr lange gewartet habe. Und das ist die Buckethead, die ich gerade aufhabe. Das ist das Devil Sister-Motiv und die ist ja ein bisschen düsterer. Sieht und geil sie sagt aus. Hello und das O ist durchgestrichen. Und dann kommt da Hell raus. Geil. Dasselbe mit der Cap, liebe Freunde. Hier ist nochmal das Wappen. Hier hinten nochmal schön reingestickt, das Eternal God. Ist jetzt erhältlich auf Eternal God, liebe Freunde. Checkt es auf jeden Fall ab. Wir haben geile Sachen auch auf Instagram gepostet. Nice, könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt geht es los mit den Outtakes, Freunde. Let's go! Okay, Don, ich habe eine Überraschung für dich. Ich freue mich drauf, Junge. Überraschung? Ich freue mich. Das Kissen da weg. Hast du mir das gepiept, oder was? Nein. Oh, süß. Dude! Ah! Hey! Oh Mann, die müsste es im Shop geben. Die müsste es echt im Shop geben, Junge. Ich würde nicht verkaufen. Letzter Song aus der Bohne, Akt 3 Outtakes. Gut, gut geschrieben auch. Finde ich gut. Das ist immer noch so krass, Junge. Dass sie einfach mit John in der Waschanlage waren. Holy shit. Oh, er hat das voll in seinen Mund bekommen. Bro, einfach John in der Waschanlage. Lebt er noch? Alles okay? Ich hätte so Angst um mein Leben da gehabt. Kann er runter? Oh mein Gott, der Arme. Ich hätte so Angst um mein Leben gehabt. Oh mein Gott. Bilder für die Ewigkeit, ich sag's dir. Ich meinte nicht Alkohol selber getrunken, sondern für andere gebraut hat in seiner geheimen Brauerei. Er ist in einer Brauerei gestorben. Ich meinte, der hat ja mal seine geliebte Frau dabei. Nicht Brauerei. Was? Lars hat seine Rolle gut gespielt. Läuft die Kamera? Herzlich willkommen zu meinem Aerobic-Kurs. Ich zeige euch das einmal ganz kurz, welche Übungen wir heute machen. Marc direkt in der Rolle drin. Er wurde geboren für diese Rolle. 1. Es ist ein Prank, ne? Ab jetzt weiß ich, dass du nicht kriegst hier. Dann brauchen wir die Beine. Schön strecken. Ja, wir mag beste Rolle. Er dachte, er hätte mit hochgenommen.
Shit, sie kennt meinen Browserverlauf. Oh, ich bin ein Schauspieltalent. Wir haben es im Kasten. Ja. Ich kenne keinen, der so ein One-Taker ist, Digga. Real Spaß. Talk. War sehr schlecht, Alter. Wie kannst du nur? Das arme Kind! Ihr könntet applaudieren, wenn ihr wolltet, oder wir machen es nochmal. Der Marc ist so sympathisch, ich liebe den Jungen. Wie kannst du nur? Das arme Kind! Was fällt Ihnen ein, die Familie zu belästigen? In meiner Waschanlage! Ja, jetzt sei nicht pimpflich als der Papst. Was fällt Ihnen ein, diese Familie zu belästigen? In meiner Waschanlage! So, und jetzt ein Applaus, der braucht kurzen. Reicht weiter. Oh, der Arme. Was fällt dir ein, diese Familie zu belästigen? In meiner Waschanlage! Und jetzt könnt ihr beide auch mal applaudieren. Hilfe! 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 Der arme Mark. Helft mir! Nein! Finger! Nein! Hey, alles ist gut! Alles ist gut! Wirklich! Das tut schon irgendwann weh. Ja, ich hatte so ein bisschen Angst. Oh Mann, der Shit. Arme. Sie kennt meinen Browserverlauf. Einen habe ich noch. Ja. Shit, sie kennt meinen Browserverlauf. Der war Bombe, Alter. Es ist ein Satz. Ich lieb's einfach gerade, wie Marc sich selbst so richtig fühlt und sagt, der war's, Junge. Und du hörst auf dem Off so, ja, mach mal noch lieber einen. Komm, mach mal noch einen. Jetzt aber mal ernst, Marc, okay? Jetzt aber mal, ja. Eine Sekunde für einen Satz, Freunde. Oh. Das funktioniert gar nicht. Lass mich das. Ja, nee. Oh, das war gut. Hey. Der hat funktioniert. Das kann ich nicht. Diese Axt. Die kennt ihr sicherlich alle gar nicht. Hier, fick. Nee, macht mir das wirklich? Nein, bitte! Die Polizei sucht mich! Oh, das wäre unklug jetzt. John, Junge. Nein. Junge, wie kalt war das, frag ich mich. Wie kalt war es da? Es war schon sehr kalt da, oder? Nein, bitte. Die Polizei sucht mich und Fotos sind voll unklug jetzt. Ja, geil. Geil. Ich, John will ich einfach knuddeln, er ist so süß immer. Hast du diese Rolle? Was war das denn, Alter? Sie kommen hier nicht ungeschoren davon. Entschuldigung. Ja, ich hab leider todeskalte Hände. Oh, krass. Entschuldigung. Okay, also. Oh ja, okay. Das ist eine Interaktion mit John. Schaut mal! Oh! Warum lachst du denn? Ich bin aufgeregt. Okay. Schaut mal! Oh Gott, ich fühle mich wie ein Kind. Mädels, schaut mal! Oh, die haben aber immer sympathische Statisten auch mit dabei. Finde ich cool. Ein Exhibitionist habe ich ja noch nie gesehen. Also nie live gesehen. Okay. Und guck wieder zu mir. Hey, lass mal groben Furz machen. Das war eigentlich gut. Das Kann man war aber gut. Anpassen? Bitte. Alles cool, ja. Ich bin hässlich da raus. Also ja. Kannst du kurz pausen für mich? Nein, das war scheiße. Das war gar nicht so schlecht. Doch. Soll ich einfach reden? Das ist so wuschig. Er ist an Alkohol gestorben. Geil. Endlich kann auch Zirk. Oh, ich habe gerade ganz kurz gedacht, hä, warum haben sie denn nicht... Warum haben sie da einen Bluescreen? Aber obviously haben sie da einen Bluescreen, weil sonst der Melonenhelm von Julia mit ausgekiet worden wäre. Was? Zügel. Ich hab nie Angst. Ich meine, ich denke. Die waren gar nicht auf dem Heißluftballon drauf. Ja, da kommt mein Satz schon. Ja. Seid ihr bereit? Ja! Diese Energie, Junge. Jetzt kommt der Härtere. Boah, da ging das Ding aber ab, ne? Wenn ich mit dem Ding, da kann ich. Boah, der war hoch, Alter. Er hat sein Leben nichts anderes gemacht. Den hier. Kriegst du den hier. Boah, das ist auch sehr anstrengend jetzt. Ey, Marc, wirklich beste Mann. Geil. Du musst höher, höher, höher. Go! Oh,
Oh, der war echt gut. Der Take war richtig cool. Ein Perverser. Ein Perverser. Helfen Sie uns. Säumige Junge. Ich lieb den Mann. Nur ein Schlüssel. Ach, Scheiße. Nein. Oh, sorry. Ah, ich hab ihn schon in der Hand gehabt. Den Schlüssel. Bitte, hilf mir. Das, ehrlich gesagt. Okay, doch, jetzt muss Christian auch ein bisschen lachen. Aber das wäre für mich das Schlimmste. Da sind so zwei Leute, die um dich rumfummeln irgendwie. Und du musst. Du darfst ja gar nichts zeigen. Oh. Es tut mir leid für das, was ich gleich tun werde. Tut mir leid für das, was ich gleich tun werde. Den Part überspringe ich normalerweise. Ja, mega. So kriege ich hier mal eine Ruhe. Es tut mir leid für das, was ich gleich tun werde. Mega. Ja, mega. Aber ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle. Hey, was machen Sie da? Das war perfekt. Kann der mich verdecken mit seinen 1,50? Ah, Sie sind einer der Gabenträger. Beeilen Sie sich, mein Sohn. Naja, zum Glück habe ich zuvor... was? Und ich habe Ihnen eine furchteinflößende Kriegsbemalung verpasst. Und ich habe Ihnen eine furchteinflößende Kriegsbemalung verpasst. Ja, geil. Ich dachte, du bist aus Versehen hingefallen. Die Kamera läuft. Ja, ein bisschen wie Haare so. Hä? Bro. Riecht schlimmer als Revi hier drin. Riecht schlimmer? Als Revi. Warum? Woher weißt du, wie der riecht? Ja, okay, du musst dich mehr freuen. Also du freust dich richtig doll, ne? Ja? Okay. 3. Der Junge lebt echt den Traumleben, Junge. Der ist King in der Schule jetzt. 2, 1. Digga, One Take Wonder, die beiden. Ich sag's, wie es ist. One Take Wonder, die beiden. Wow. Schreien, okay. Entschuldigung für die Rumschreierei. Ich werde gleich ein bisschen schreien, nicht, dass du dich erschreckst. Ich bin nicht dein Scheißvater! Tino. Ich bin nicht dein Scheißvater! Du hast Spaß, ne? Oh. Was soll er auch sagen? Soll er sagen, nee? Ein bisschen zu sehr in der Rolle irgendwie. Das hat zu gut gepasst. Einfach Kapital studiert gehabt. Digga, das war echt eine gute Szene mit Kapital. Ich klopfe seine Eier. Ich glaube, ich muss ein bisschen nach vorne. Mehr Richtung Joy. Das E steht für Deutsch. Du musst am Ende hier diesen Mund rausziehen. So. Ach so, der kommt. Mhm. Das E steht für Deutsch. Oh, das war perfekt. Ich dachte, das wäre bearbeitet. Ja. Guckt einfach alle weg. Auf keinen Fall. John, du riechst ein bisschen nach Arsch. Warte mal. John, du riechst ein bisschen nach Arsch. Du machst das zu gut einfach, wie sagst du das? Hat jemand ein Taxi bestellt? Hey, John! Steig ein! Also das ist wirklich, das sind die besten Aufnahmen immer, dass man das zu sehen bekommt, finde ich. Noch mehr? Das ist das Beste an den Outtakes. Rechts, links, da! Da habe ich trainiert! Oh Mann. Sorry. Und bitte, Julia. Das ist insane, dass die wirklich mit dem Heißluftballon rumgeflogen sind, Junge. Insane. Ich hatte Todesangst, glaube ich. Fuck, Mann. Mach mal so ein. Fuck, Mann. Oh, ich hab gespuckt. Da ist die Insel. Wir machen noch einen weniger piratenhaft. Der war echt schön, der war echt sehr piratenhaft. 3, 2, 1. Da! 3, 2. Ja, warte. Achso. Mission Roller zum Fallen bringen. Rechtzeitig. Thomas, dein Auftritt. Ich believe in dich. Du bist der Mann jetzt. 3. Nee, du rennst, wenn ich Go sage. 3, 2, 1, Go. Dummkopf. Go. Oh nein. Joe. Das war zu früh dann. Das war zu früh. Go. Joe, wo bist du? Junge, wie gut kann dieser Roller da einfach stehen, Junge? Ich bleib da einfach stehen, ne? Go.
du? Oh, wo bist du? Drecksding fällt nicht um. Wer kann es sein? Och, Thomas. Du, wo bist du? Cut. 3, 2. Oh, sorry. Ach, bitte nix sagen dann. Es tat weh. Und ich liebe so diese Dynamik zwischen Thomas und Ju einfach. Thomas hat sich vielleicht gerade die halbe Hand abgeschnitten und sagt so, ah, und Ju, bitte nichts sagen, okay? Okay, Mission Seifenblasen an Alicia Jones. Okay, ja. Alicia Jones, sein Nerven, okay. Krass, das waren Seifenblasen. Mach ich in die Luft? Nee, das macht auch keinen Sinn. Oh mein Gott. Lass den nehmen, lass den nehmen. Oh nein, gepoppt. Go. Oh nein. Film direkt, kommt dein Spruch. Das war auch wirklich der King. Also ich habe Respekt vor diesem Jungen. Der Junge ist auch der G auf der Schule jetzt. Das war wirklich ein Macher. Der war recht, der hatte eine geile Rolle. Was geizt du so? Was geizt du so? Was geizt du so? Digga, der war so gut, der Junge. Arschloch! Mach mal Fuß und aus. Du Arschloch! Du Arschloch! Du Arschloch! Du Arschloch! Arschloch! Du Arschloch! Du Arschloch! Götze den! Ey, ich sag's wie es ist, das ist aber cool, dass die alle so mitmachen, Mann, weil es ist echt ungewohnt. Ich habe ja auch einmal bei Songs aus der Bohne 2 hatte ich ja einen Drehtag mitgemacht und hatte auch eine Sprechrolle. Und das ist echt ungewohnt, wenn man sowas noch nie gemacht hatte irgendwie. Und keine Ahnung, für die ja noch ungewohnter. Ich zu dem Zeitpunkt war ja auch schon öfter vor der Kamera irgendwie, aber das ist ungewohnt, wenn dich alle Leute angucken, eine Kamera ist bei dir und vor allen Dingen, wenn du dann was sagst und die sagen dann, ah nee, das war scheiße, mach nochmal. Dann denkst du so, oh, okay, ich versuch's so. Aber die machen das eigentlich alle richtig, richtig gut. Also dicken Respekt für den Leuten hier. Ach da, ne? Okay. Band ihn weg wie Big Mac. Das war auch geil, Junge. Ausbruch von Mercedes. Ja, jeder guckt von Ich frag mich, ob die Tankstelle auf hatte zu diesem Zeitpunkt oder ob normale Leute da lang gegangen sind, gucken einmal so in diese Richtung und sehen einfach so ein paar Ärsche ihn angucken. Das ist geil. Das ist voll die kranke Mercedes-Wärme auf einmal, aber. Bitte. Oh, Freitag oder Weihnacht. Ah, gucken Sie mir nach. Digga, so gut gemacht, holy shit. Wissen Sie, ich hab's geschafft. Ja. Wissen Sie, ich hab... Bei John immer, wenn er einen Take fertig hat, man merkt es daran, dass er so macht. Es geschafft. Ja, er macht immer irgendwas. Das ist nicht deine Schuld. Du hättest nichts tun können. Hier. Was ist denn? Ja, hier. Was denn? Wo? Ja, hier. Na? Zieh das an. Und bitte. Oh mein Julia! Er geht schon etwas besser. Danke. Da tut sich irgendwas. Was? Was denn? Was? Was? Ah! Oh Gott, das ist halt nice. Ja, ich habe auf diese Szene gewartet. Was soll das? Du bist die Ziegenscheiße. Warum ist das? Junge, John insgeheim hat sich nur auf diesen Drehtag gefreut. Das ist Jugend. Guck mal, alle haben voll Spaß, nur der Job. John hat diese Szene geliebt. Ich sag's, wie es ist. Er hat auf diesen Tag gewartet, sein Leben lang. Und jetzt ist er endlich gekommen. Ja, ja, ja. Also, und die Szene, also der Tag ist auch gekommen. Ich schände dich! Diese Einliner! Der arme John. Oi. Traumatisiert, sein Leben lang. Sie ist von Leben. Bitte! Junge, das hat mich surprised, dass Mark Eggers auf einmal solche Skills auspacken kann. Holy shit, ich dachte for real, dass das irgendwie geedited war. Also, die Hand schon, aber das mit dem Fuß greifen. Beine müssen halt gerade sein. Das ist auch krass, das will ich machen. Das will ich mal machen in meinem Leben.
dass die eine Waschanlage gefunden haben, wo sie das machen dürfen. Das wundert mich, Junge. Holy shit. Boah, das sieht aber geil aus, wie er da rauskommt. Fertig, okay, let's go. Ja, da wird richtig, ist richtig und hinten der Hintern versohlt. Fresse. Ach, Erich, Mensch, bist du nicht eigentlich im Urlaub? Digga, Varion so gut. Varion so gut, Junge. Eigentlich ist der Trick laut Buch sagen, habe ich mal gehört. Buch. Brot. Ja, das habe ich mal irgendwann gehört. Wir müssen Erich feiern. Du, das sag ich dir. Mega gut, Ach, Junge. Erich, mega Mensch. Gut. Wie Varion so in der Rolle ist. Ich lieb's. Ach, Erich, Mensch, bist du nicht im Urlaub? Oh, ich sehe da wieder jemand wegkriegt. Wir müssen Erich feiern. Ja. Yeah. Ich kann mich auch nicht zerbreißen bei Varian, Junge. Da wäre ich raus. Oh mein Gott, ich wäre gestorben. Es gibt mindestens drei Stellen in diesem Video, wo ich Herzinfarkt bekommen hätte. Tino! Nochmal. Tino! Nee, das war komisch. Was wird das, wenn es fertig ist? Die Benutzung der Waschanlage ist nur für Fahrzeuge. Haben wir im Kasten, direkt Umbau, nächstes. Okay. Irgendeiner verkackt es immer und es ist immer der Kameramann. Jetzt, wo ich weiß, dass du ein Duftbaum bist, hier dein Auto. Ist falsch gewesen. Jo! Lauter! Das war auch sein Auftritt jetzt. Den hat er gebraucht. Hört auf! Hört doch auf! Hört auf! Anzug Lamborghini, das allerneueste Modell. We have McDonald's at home, bro. Ach man, Mui auch am mithelfen, immer schön. Kann ich einen Tracking Point? Ah, nein, es gibt keine Tracking Points. Das wird das Leben nur leichter machen für die Jungs. Okay, dann nicht. Ihnen fehlt nur noch das letzte Puzzlestück. Ein seltener Stein, der nicht von dieser Welt ist. Oh lol. Einfach Stein kaputt gegangen. Oh, das war so geil mit Bibi No Money, Junge. Dass sie das, du war ja auf seinem Konzert und dass sie da noch was abgedreht haben, ultra nice. Wie geil, dass er da auch mitgemacht hat noch. Nice. Auch mit Elif, dass alle noch mitgemacht haben, kurz. Noch einmal. So geil. Geil, okay, nochmal. Okay, geil, danke. Wow. Was auch ganz süß wäre, wenn ihr sagt. Ach krass, Boah. Die haben das erst hier gedreht Boah. Oder nehmen sie eine Ton auf gerade? Boah, nein, das ist komisch gezogen. Ich glaube, sie nehmen eine Ton auf gerade. Boah, nein, das war wieder zu kurz. Wie soll ich das machen? Boah. Weil die Hilfe. Szene haben sie ja gar nicht geused. Es war dann ja auf der Brücke noch eine Szene extra. Hilfe, ein Perverser. Ein Perverser? Ja. Ja? Ja. Oh. Hilfe, Hilfe, ein Perverser. Ein Perverser? Wo ist das Schwein? Noch nicht. Übrigens, Leute, ihr bekommt 3% mit dem Code Fagina. Ja, das gibt's ja nicht. War ja falsch. Aber wo ist denn der Code? Welcher Code ist es denn? Mark. Ja, genau. Mark. Kommt von unten nach oben, das Ding jetzt. Achtung. Also wirklich, Marc ist eine Bereicherung. Ich weiß, ich fanboye gerade, aber Marc ist auch in echt einfach super sympathisch. Mit dem kann man sich sehr gut unterhalten, muss ich sagen. Was ist da los? Ich hab drauf gedrückt. Nee, du machst auf. Alles, was du getan hast, hat dich unwiderruflich hierher geführt. So, das war jetzt ein Probeding, das hat mir nämlich selber nicht gefallen. Fändest du, ich war zu mystisch wieder, gell? Bisschen freundlicher? Wenn ich laut wäre, werde ich immer so ultra freundlich. Wie geht's euch? Alles, was für dich, nicht alles, was für dich wie ein Zufall erscheint, Entschuldigung. Was für dich wie ein Zufall erscheinen mag, ist nur die logische Konsequenz aus all deinen vorherigen Taten. Ups, ging das weiter noch? Du bist unser Ehrengast. Auch so sympathisch. War das jetzt der freundliche? Er macht das sehr gut, finde ich. Zu werden. Er war ein Verräter. Nicht so wie du. Entschuldigung. Dass sich Mensch nennt. Oh Mist. Wenn ich lächle, dann ich kann nicht böse lächeln. Das geht nicht. Ich komme direkt süß. Die Kosten. Willst du ein Pick mit Varion machen?
Ich hätte mich da so angestellt auch. Ich hätte mich so angestellt, Junge. Seinen Rücken drauf, aber man erkennt ihn ja trotzdem. Angelo benutzt sich gerade diesen K-Pop-Style. So, oh mein Gott, ich hab Jungkook angepackt. Das wäre auch ich, das wäre auch ich. Achso, ein Foto machen wir noch und dann bin ich weg. Warum? Weil Angelo ist. Hey! Angelo ist auch immer wieder klar. Ja. Das kann doch nicht sein. So, soll sich mal einer hier hin? So, wir machen es jetzt nochmal. Dafür werde ich auch gar nicht bezahlt. Nee, das ist wichtig. Fuß abgeschnitten. Also, viel zu viel Headspace. Nee. Hey, der macht da eh ein Insta-Bild raus. Ja. Angelo ist raus. Thomas, einmal Thomas geben, dann läuft das. Das war ganz geil. Fuck! Nein! Scheiße! Fuck! Ich liebe diesen Jungen auch. Ich liebe diesen Jungen. E-Mail. Warte, das sind dieselben. Das sind die gleichen Symbole wie die auf deinem T-Shirt. Ja, war schön. Was? Direkt einmal auf dem T-Shirt. Go! Smolik. Go! Oh mein Gott, ey, die Arme, du musst aufpassen. Hey, hey! Ju, ich hab dein Tamagotchi gerettet. Oh. Danke. Hey, Ju, ich hab dein Tamagotchi gerettet. Den Bobbypin halten und dann eher wieder einen Hut reinmachen. So. Ja, rein, komm. Warte. Du bist immer. Och ja, die Mr. Trashpack-Szene, die hat wirklich. Die hat mein Leben bereichert. Langfristig. Riskiert, ne? Och, ich hoffe, wir sehen, wie sie Mr. Trashpack befeuchten. Befeuchtet mich. Wer kennt das? Dr. Who, Staffel 1, Cassandra, der letzte Mensch. Ich hoffe, wir sehen, wie er befeuchtet wird, Junge. Geil. Das kannst du auch auf 6 Geräten gleichzeitig nutzen. 6 Geräten? Das ist ja der Win der Woche. Das ist so geil. Geil, das ist so eine gute Szene auch. Rabattcode. Rabattcode? Ein bisschen zu viel, vielleicht so eher so. Liebe Mr. Trashpack. Rabattcode. Okay. Rabattcode? Rabattcode. Was machst du da? Ich hol mir ein Autogramm von Osterhasen. Da war mal ein Star. Was anders? Ich kann den Close drauf machen, nicht kaputt machen. Ach so. Kannst du mal versuchen, schneller zu schreiben? Also was genau soll ich denn schreiben? Ja, ich kann nicht schreiben. Ich kann das nicht hier hinschreiben. Versuch. John, was machst du da? Was soll ich denn schreiben? Ja, vielleicht Osterhase. Ich kann hier nicht schreiben. Kiss einfach ein bisschen rum und wir nehmen davon was. Kiss das eh noch mal ein paar weiter. Und bitte. Was machst du da? Okay, danke. Das hatte der Osterhase in deiner. Wo? Wo? John, was machst du da? Ich hol mir ein Autogramm von den Osterhasen. Augen zulassen? Oh ja, wir sehen, wie er befeuchtet wird. Kiko hat ihn befeuchtet. Ach Mann. Mr. Freshback, nächstes Mal, ich würde auch dich gerne so besprühen. Geil. Und ändere mein Leben. Cool. Und du musst sofort einmal. Okay. Okay. Bitte. Oh. Oh, ich höre ja auch. Zeugs im Auge, Moment. Ich drehe jetzt wirklich. Das ist nur refreshing spray. Ja, ey, eigentlich tut das doch voll gut, oder? Naja, ist okay. Och man, Mr. Trashpack. Das war so schön. Oh, er hat das in den Nacken bekommen wahrscheinlich. Ohne Vorwarnung, Alter. Denn nun kann ich ein geschütztes Leben führen, ohne Angst haben zu müssen, ausspioniert zu werden. Nice. Das war die Szene auch. Das war im Kasten. Geil. Geil. Warte, wir können nicht gehen, wir müssen das Ritual stoppen. Hm. Aufbekommen! Junge, Julia sieht immer so unschuldig aus. Das war's dann. Das Zucken ist. Riso? Wer ist das? Also diese Charaktere auch, also man muss einfach sagen, die Charaktere sind so gut. 3, 2, 1. Oh, man hat Julia. 3, 2, 1. Drei, zwei, eins, go! Sorry. Es ist aber auch echt schwierig, wenn da jemand sich anguckt und lacht einfach. Das ist eine private Aufnahme übrigens, die war eigentlich nicht fürs Video vorgesehen. Die wurde aus Versehen reingeschnitten. Weil John das vielleicht auch wollte, weiß man noch nicht. Hi. The Naked Rider, bald im Kino. Ich würd's gucken. Ich würd reinzappen.
In der Hauptrolle John Kim. Special thanks to John Kim. Bald ich soll nochmal einen Test machen, ob du auch die Puppe gut. Mhm. Kannst du die abnehmen, weil ich habe gar kein Gefühl, wo ich hinfassen kann, ja, ohne dass ich hier alles abreiße. Ja. Erzähl mir das, dass ich keinen Schuh anhabe. Ah. Okay, ja. Bitte! Das war halt so krass. Modek hat echt einfach Ju getragen auch. Danke, Kat. Perfekt, das gibt eine Gehaltserhöhung. Nice. Ja, schon nice. Rezo ist tot. Und wenn wir abhauen, sind wir das bald auch alle. Sind wir das bald auch? Sind wir das auch bald? Sind wir das auch bald? Sind wir das bald auch? Sind wir das bald auch? Du musst mir nur noch dieses... Ich hab dich getrackt, Bro. Ich hab dich getrackt, Bro. Wille, mach mal wieder, weil ihr seid getrackt worden. Ach, man sieht mich. Ich dachte nur so, das wir hier. Wir verstecken uns einfach. Wir verstecken uns einfach. Alter. Wir verstecken uns einfach, genauso wie Rezo. Wir verstecken uns einfach, wie Rezo. Wie Rezo. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Wir fallen von einem Scheiß auf und... Scheißhaufen in den nächsten, ne? Ich hab keinen Bock mehr drauf. Von mir aus, Herr Hurensohn, Bastard. Es ist wirklich so schwer manchmal. Ich mache ja auch viel Moderationsarbeit irgendwie. Und da ist es wirklich schwierig, wenn du dann manchmal so den achten Take aufnimmst und du, dann wird es immer schlimmer, weil dein Mund nicht mehr richtig funktioniert und irgendwelche Sachen dann richtig auszusprechen. Und dann sind das so zwei banale Wörter hintereinander, die dein Mund wirklich zum Knoten binden. Wir können uns verstecken. Ich habe einen Kumpel, der hat auch eine Scheune im Göppitz am Göppelsweg 18. Wer ist der sehr geil? Der war perfekter Take, ja. Okay. Mach jetzt laut, oder? Also, schauen wir mal. Ey, Sean, ich liebe Sean auch. Ja. Mach das auf jeden Fall zu Hause nach, bitte. Sean, was machst du da? Sean? Set Dressing. Ich will auch machen. Super. Junge. Ah, Junge. Du reicht es doch schon, wa? Thomas! Mein Fuß oder was? Ja, der wird weg. Gut gemacht, Thomas. Kann es nicht sein. Darf ich ganz freudig sein? Nein. Oh! Oh. Junge, wie viel... Hä? Warum ist denn da so ein nasser Fleck jetzt? Was ist denn? Damn! Was ist denn passiert? Was ist das denn? Hey. Ja, was schlimm war wie ein Logo. Ich wollte gerade sagen, also das dauert ja jetzt 20 Minuten, bis es trocken ist. Ist es euch wichtiger, dass der Schuh jetzt das weg ist oder dass es jetzt gleich trocken wird? Oh, jetzt ist da noch eine Hand. Links. Links. Ah, Scheiße! Du hast hier alles kaputt gemacht. Also das ganze Set, wirklich. Das ganze Set kaputt. So, der Hammer ist da. So. Der hat dagegen gerotzt. Stell dir vor, Ju kommt hin und er hört nur, der eine hat dagegen gerotzt, der Schuh ist jetzt weg, da ist noch ein Handabdruck und Ju weiß gar nicht, was abgeht. Ju! Bleib schön hier drin! John, ich weiß, es lief nicht immer alles optimal, aber wir haben immer noch... Frag mich, wie sie das gedreht haben. War das so ein leerstehender Knast? Ich muss mir mal die Reaction ansehen von denen auf das Video. Aber wir haben immer noch... Bro! Dann drehe ich mich hier auch schon um zu Joe. Lass mich raus! Ich hab gar nichts gemacht! Oh, aua! Das mit der Seife war so lustig, die so gewandert ist, die Seife. Die ist so hin und her gewandert. Ich krieg da nur so ein perverser Atem. Perfekt gemacht, perfekt gemacht. Das war perfekt. Okay. 100 Sit-Ups, 100 Liegestütze, 100 Liegestütze. 100 Kniebeugen. Holt uns hier raus! Hilfe! Die sind einfach geflogen. Die sind einfach weggeflogen, Junge. Was?
Digga. Das war wirklich, wo haben sie das gedreht? Das war insane. Wo findet man so einen Drehort? Boah, ich freue mich so auf die Vollversion von diesem Lied. So eine geile Location, so diese Endszene ist so geil gewesen. Was soll das? Mit A! Was soll das jetzt? Mit A! Sebenja! Oh, damn it! Hä? Was soll das, John? Mit A! Wir haben hier schöne Pflanzkörbe gekauft. Ja. Erstmal komplett die Henkel abgeschnitten. Ey, das ist voll gerade so eine beruhigende Section hier, wo wir jetzt sind. Einmal hier ausgeschnitten. Das sind dann die Häuser, gell? Das sind die Häuser, damit ein bisschen Pizza reinlaufen kann. Brauchen wir erstmal neues Requiem. Das war so süß. Wie süß. Wie süß das ist. Oh mein Gott. Okay, pass auf, lass das Schwert jetzt einfach. Was ist das für ein Bille? John fummelt hier rum, macht es kaputt. Der Martin sagt, zu mir kommt noch eins, lässt das fallen und es bricht in zwei. Hey, warte mal, ist das Kreide? Was ist denn, warum geht das nicht kaputt? Nee, hör auf jetzt. Wir brauchen die nicht. Das letzte Schwert, was er hat. Hey, was auf die Teile kaputt zu machen? Hä? Was? Das ist ja. Das 10 ist Euro ein Stück, what the fuck? Hey, warte mal, das sind gar. Digga, das ist Marzipan. Das ist Marzipan. Doch nicht. Oh, das wäre aber eine coole Szene gewesen. Oh, die Szene sieht cool aus, aber. Ich mag die. Gott, Junge. Okay, danke, geil. Du bist einfach ein Breakdance. Wie sind wir hier überhaupt drin? Okay. Psst, John. Was? Psst, hä? Wie dir sind wir hier drin? Oh, sorry. Was haben sie denn mit dir gemacht? Was haben sie denn? Ja. Was haben sie denn mit dir gemacht? 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 Ihr habt das mit mir gemacht. Nach der Explosion. Und warte, kurz Pause dann. Ihr habt es mit mir gemacht. Pause. Ihr habt das mit mir gemacht. Nach der Explosion. Nee. Nicht so lang. Nee, war doch gern geschehen. Ach so, ja. Gern geschehen. Nach der Explosion und dem Tod von Mörder habt ihr beide mich einfach bei der Polizei verpfiffen. Wir müssen das machen, weil. Weil! Damit wir einen Plan machen können, wie wir dich wieder rausholen können. Lüge! Verdammt, ist gut. Achso, vergessen. Das war auch lustig. Aber es sieht so cool aus, irgendwie keine Ahnung. Es ist voll schön zu sehen, wie sie das gedreht haben immer. Es ist für mich so voll, keine Ahnung, weil man sieht einfach auch, wie viel Spaß die haben, wisst ihr? Also natürlich ist alles stressig immer und die müssen so viel machen, aber es ist auch einfach richtig schön, das zu sehen, wie glücklich Joe aussieht, wie viel Spaß die alle haben, was für Jokes da so passiert sind und keine Ahnung. Das ist einfach voll schön, finde ich. Könnt ihr das? Ich kann das nicht. Wie lernt man sowas? John, ich werde meine Tochter nach dir benennen. Ich werde meine Tochter nach dir benennen. Strohpur, Junge. Der Mann, Digga. Kennst du heute? Eine Legende. Oh ja, wir bauen das Village. Ja, Dan, ein bisschen müssen wir drüber. Du fährst dann hier mit der Hand rein. Junge, wie krass. Wie krass, was sie da gebaut haben. Holy shit. Mr. Boo, sind Sie zufrieden? Ich bin hier zufrieden. Oh, sorry. Wir können den Sand noch so weit vorne lassen, wie der jetzt gerade ist, weil wir eh näher dran wollen. Die hatten diesen Sand vorher und haben einfach einen zweiten Greenscreen oben drauf gemacht. Genius. Das spart uns 8000 Stunden. Warte. Das ist wirklich der süßeste Charakter, den es gibt. Das lässt sich doch niemals gehen, ihr Hurensöhne. Ich hau ab. Oh, wie süß, Junge. Das ist echt süß. Umfallen. Nein, da ist auch Feuer nach vorne. Das muss so Spaß gemacht haben, diese Szene so da zu drehen. Hilfe, da doch zurück. Ha ha ha!
Mach weiter. Also spring mal aus dem Bild nach oben weg. Zu der Fliegen. Ich muss Ju retten. Ich brauche eine Armee von... E-Girls. E-Girls. Jetzt hör doch mal auf mit deinen E-Girls. Das war auch One Take Wonder. Das war richtig gut. Hör doch mal auf mit deinen E-Girls. Na gut, wenn du unbedingt hier raus willst. Wird eigentlich was Gutes, aber dann kriegst du eine Beleidigung an den Kopf geschmissen. So. Nach der Explosion. Und ich frage mich, wie du seine Augen wehgetan haben müssen nach dieser Brille. Tod von Merle. Habt ihr mich bei der Polizei? Nee, habt ihr beide mich bei der Polizei verpflichtet? Warte, ich habe eine Idee. Oh. Oh, ich habe Angst, dass jemand wirklich geschlagen wurde. Dafür habe ich trainiert. Geil. Ju, nimm meine Bohne. Nimm meine Bohne. Okay, ich guck gleich nach oben bei 3, 2, 1, go. Auf go. 3, 2, 1, go. Das war einfach gestorben, Alter. Das war zu schnell. Nur so ein bisschen, nur so ganz leicht. Go. Ich wünsche mir wirklich, so wie diese Groot-Serie auf Disney Plus, die ich sehr empfehlen kann, hat 5 Folgen, jede Folge geht 5 Minuten irgendwie. So eine Serie wünsche ich mir hier mit Pete. Bitte, bitte. Die Idee ist jetzt gepitcht hier. Bitte, macht. Hey, wir müssen Vlad auch sagen, was wir vorhaben. Go. Das sah ein bisschen scheiße aus irgendwie. Soundeffekts. Direkt so an Vince gehen, oder? Digga, die werden einfach so rumgeworfen, die Arme. Und bitte. Was passiert denn da, Alter? Noch ach, diese sowas winzige Gitarre, das war so süß. Das war so süß mit dieser Gitarre. Haben wir extra für Pete eine Gitarre anfertigen lassen. Holy shit. Krass, die wurde angefertigt. Alles gut. Nee, die ist extra für dich. Achso, okay, die wurde gekauft. Vince. Ja, okay, kleine Hände, ne? Mal los. Das war so süß. Oh, scheiße. Ja, der Verrückte... Ja, der Verrückte wollte uns gerade umbringen. Der hat unseren Freund Derby umgebracht. Er was? Also er. Ja, der Verrückte. Ja, der Dicke wollte uns umbringen. Der hat unseren besten Freund hoch. Der wollte unseren besten Freund hochjagen, ne? Hat doch, hat doch. Der hat. Fuck, Mann. Wo ist dein Freund? Scheiße, Mann. Wo ist er? Scheiße. Achso, du bist da. Scheiße, wo ist er? Ey, du, wo ist denn dein Freund hin? In meiner Hand. Scheiße, wir müssen ihn finden. Los, los, los. Los, los, los. Daddy, chill. Scheiße, wir müssen ihn finden. Los, los, los. Das war gut. Zieh. Ganz schnell, ganz schnell. Ja. Nee, das ist länger geworden. Oh shit. Yes. Ja. Oh, 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 oh. Dieses Monster, was ist das? Oh mein oh Gott, mein Junge. Gott. Alter, was? Bisschen Brand hast du rausgezogen. Tja, arme, ehrlich, John. Und jetzt kommt noch die Szene, wo er mit Kacke bedingst wird. Nein, die Szene mit der Kacke kommt jetzt. Och, Mann. Er tut mir so leid. Also das tut mir wirklich ganz doll leid, Junge. Ja, warte. So reicht doch. Ja, aber dann kriegt das ja gar nicht hoch. Nee, ich würde auch so lassen. Also fangen wir so an. Bro, das tut mir so leid. Oh mein Gott, das ist so widerlich, wirklich. Ach, okay, Mann. Das ist wirklich so widerlich. Ich will Fotos. Ich möchte auch ein Bild mit dir machen. Ja, geht grad nicht. Also das tut mir so leid, wirklich. Send help. Spende now. Oh, das war so cool. Er sieht so gut aus, Mann. Er sieht echt aus wie der von 21 Pilots. Das muss ich auch nehmen. Geistesock der Welt. Was denkst du dir dabei? Ich würde mich so eklig fühlen in diesen Socken, glaube ich. Geil. What are those?
Das war geil. Geil. Oh mein Gott. Aber nochmal, das sieht geil aus. Krass, Mann, das ist echt ein leerstehender Knast gewesen, ne? Wieso bist du böse, obwohl du so süß bist? Brauchst du jemanden, der deinen Mantel hält? Warte, ich mach das mal. Gib dir mir in die Eier, danke. Ja, Digga, hör auf, mich zu befummeln hier. Hallo. Wieso bist du böse, obwohl du so süß bist? Das war wirklich aber auch so eine herzbrechende Szene, Junge. Oh mein Gott, Digga. Alle Crewmitglieder sind versichert. I don't think so. I don't think so. Das war clean. Das ist katalanische Mauereidechse. Ja, wie cool mit den 257 das. Das war auch richtig cool, dass sie dabei waren. Noch. Ich hab gedacht, so ein bisschen, weißt du? Ja, ja, aber mach mal ein bisschen schneller noch. Alles klar. Das katalanische Mauereidechse. Damit ja. Es gibt. Ach ja, sorry. Und sechs war schade, er ist weg. Genau. Oh, schade, er ist weg. Oh, schade, er ist weg. Für die Experience, ne? Ja, ich wünsche nur die Experience und heilbaren Krebs wünsche ich dir. Junge. Ist das okay? So fürs Feeling. Ja, sieht gut aus. Das neue Kollektion. Da ist wirklich mein Herz gebrochen. Da ist mein Herz gebrochen, Junge. Kamera läuft. Krass. Bro. Ready und los. Zu wenig Zeit, die Geschichte mit der Ratte kurz. Bin ich bereit und lässt du los? Ist schon. Ich auch so. Junge, das muss so schwer gewesen sein. Die Körperspannung bei Stropo muss auch so insane gewesen sein. Krass. Oh mein Gott, Digga. Was das alles für ein Aufwand immer ist. Holy shit. Stropo hat auch Bauchmuskeln aus Stahl. Er denkt sich ehrlich, lass dich los, Bro. Ich bin frei. John, ich bin frei. Oh nein. Oh, Scheiße. So eine geile Szene. Holy shit, John, ich bin frei. So gut gedreht. Oh nein. Boah, warte, da kam so Rotz in meine Nase, in meinen Mund. Oh nein. John. Oh nein, ey, Scheiße. Ich hab noch andere Freunde auf Facebook. Es geht. Hä, ich dachte, du denkst mich. So gut gemacht, Amel. So gut gemacht alles. Nein, mein Herr! Das ich hab so doch geil. Alles getan, was du für mich ver. Der Walsch hab ich abgeschafft. Ja, wenn ich so red, dann hat man keine Angst. Nein, mein Herr! Ich hab doch alles getan, was du mir von verlangt hast! Entschuldigung, ich hab einen Versprecher gehabt. Was du von mir verlangt hast! Ah! Nein, mein Herr! Ich hab doch alles getan, was du mir von verlangt. Scheiße! Warte, soll ich Test machen? Test, Test, Mic Check! Bringt mir das Zepter! Es ist soweit! Bringt mir das Zepter! Ja. Okay. So, jetzt aber. Ja, jetzt aber. Du gehst jetzt mal nach Hause, du kleines Böses. Ach krass, die waren. Marc war gar nicht in der Schule mit dabei. Oh mein Gott, das war wirklich richtig gut gekeyt. Marc war nicht in der Schule mit dabei, das hätte ich nicht gedacht. Das sah clean aus. Waren die überhaupt in der Schule? Ich weiß es nicht. Sah auf jeden Fall sehr clean aus. Ey, danke. Danke dir. Danke dir. Good work. Wir müssen noch EDA, ne? Easy. Und jetzt? Es ist wirklich so intens wie ein echter Fight gerade. Ich sag's dir das. Ich sag's dir das. Kannst du das
das doppelt. Autschi. Aua. Das ist ein neues Bewerbungsvideo übrigens geworden. Meine Wenn man ihn buchen möchte. Mein Fuß, komm her. Ja. Noch ein richtig dumm. Danke. Geil. Kommt auch zum Ende. Nee, es kam nichts mehr. Okay. Ey, ultra nice, man. Holy shit. Ey, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Es war ultra cool zu sehen, wie alles gedreht wurde. Ich hatte eine sehr gute Zeit, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und was ein heftiges Projekt einfach immer noch. Es war super cool, jetzt alle nochmal in einem Video zu sehen. Krass. Ich freue mich unfassbar doll auf die Vollversion der Songs. Da werden wir zu jedem Song eine Reaction machen. Ich werde mir alleine auf jeden Fall hier die Reaktionen ansehen. Und da kriegt man nochmal gute Background-Infos immer. Und es war echt ein ultra geiles Outtake-Video. Holy shit, super lang und super cool, alles zu sehen, wie sie das gedreht haben. Freunde, ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ja, bleibt so fresh und gut aussehen wie immer natürlich und ciao.